Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde, bei der wir uns ein Force Feedback vom Eurotruck Simulator 2 angucken. Heute mal Eurotruck Simulator 2. Ihr habt ja letztens in einem Video von mir gesehen, wie ich mit meiner oder für meine Moser R5 Basis plus Truck Steering Wheel das Force Feedback einstelle. Wer nicht, kann da oben in der Ecke in den Infokarten sich gerne das Video nochmal angucken. Und meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, herauszufinden, ob das überhaupt echt ist, dieses Force Feedback. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ich bin mit einem echten LKW gefahren und habe mir das Ganze mal angeguckt. Ich bin gefahren, ein MAN-TGS. Allerdings ein, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, sehr langer Radstand, Aufbau, also mit einer langen Pritsche hinten drauf. Kein Auflieger, kein Anhänger. Und ich bin auch nur 500 Meter gefahren, aber habe einen sehr guten Eindruck dafür bekommen, wie das aussieht. Bevor wir uns dieses Video angucken und dann nochmal zurückkehren zu den Force Feedback Einstellungen, hören wir uns erstmal dieses großartige Intro an. Los geht's. Bevor wir jetzt loslegen, schauen wir uns erstmal meine aktuellen Einstellungen an. Das sind immer noch die gleichen wie in dem Video. Wir gucken mal hier in die Basiseinstellung. Also wir haben 25-20, die lasse ich auch so. Ich habe jetzt nicht, ich habe das Gefühl, wenn ich hier 1800 einstelle oder 1890 oder weniger, habe ich nicht das gleiche LKW-Fahrgefühl, auch wenn möglicherweise in dem echten LKW der Lenkwinkel ein anderer war. Ich hatte das Gefühl, ich muss ganz schön rudern. Ich möchte hier das Gefühl haben, dass ich ganz schön ruder, und demzufolge lassen wir das so eingestellt. Dann habe ich Force Feedback auf 100%, Wheel Speed auf 200% und alles andere, was in irgendeiner Form durch die Treibersoftware hinzugefügte Effekte sind, wie zum Beispiel Rückstellfeder, Dämpfung oder Trägheit oder Reibung oder irgendwelche anderen geschwindigkeitsabhängigen Dämpfungen, habe ich alle aus. Ich habe im Equalizer alles auf 100%. Wenn man diese Dinger höher stellt, verstärkt man Force-Feedback-Effekte. Wenn man sie runterstellt, verringert man die Force-Feedback-Effekte. Und die Basiskurve ist einfach ganz normal linear. Gucken wir jetzt in den Truck-Simulator. So, hier haben wir die Einstellung, die wir letztens zusammen im American Truck Simulator eruiert haben. Gesamtstärke 75, Zentrierung 100, innere Reibung 100%, weil die innere Reibung ist jetzt sozusagen dafür zuständig, überhaupt irgendeine Form von Schwere ins Lenkrad zu bringen. Weil, wenn jetzt nicht in-game irgendein Force-Feedback ans Lenkrad ausgegeben wird, dreht es quasi komplett frei. Das liegt vorrangig daran, dass wir hier keine künstlichen Reibungen oder ähnliches drin haben. Wenn ich jetzt hier die Reibung auf 100 stelle, dreht sich das Lenkrad nicht so frei. Oder wenn ich zum Beispiel National Inertia hochstelle, nee, macht ehrlich gesagt ja keinen Unterschied. Hier unten die Dämpfung. Wenn ich die jetzt hochstelle, dann haben wir sozusagen so einen gewissen Gegendruck. Und dadurch, dass ich das alles ausgestellt habe, passiert hier im Lenkrad, also hier ist null. Hier ist wirklich, das läuft komplett frei. Deswegen im Spiel innere Reibung auf 100%. Motorresonanz 1, Geländeoberfläche 7 und so weiter. Wie gesagt, guckt gerne in das Video rein. Ich habe jetzt hier schon mal einen Schnellauftrag angenommen. Den Mercedes-Benz Actros fahren wir mit einem Schwerlasttransport, damit wir einfach direkt auch wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie das sich anfühlt mit ein bisschen Last hinten drauf, weil das einfach so, ich sage jetzt mal, die Hauptart sein wird, wie wir im Truck-Simulator
uns fortbewegen. Klar, manche fahren auch irgendwie Gliederzug und man ist auch vielleicht mal unterwegs mit einem leichten Auflieger, aber ich dachte, wir nehmen einfach gleich was, wo auf jeden Fall durch das Gewicht auf dem LKW noch ein bisschen Bums ins Lenkrad kommt. Wir fahren die 153. Das heißt, wir haben hier unsere tolle Innenraumkamera, worüber ich mich ja sehr freue. Und wir werden uns übrigens auch nochmal dem Field of View widmen. So, und mit den Einstellungen, die wir jetzt haben. Achso, ich müsste vielleicht mal hier gucken. Jetzt müsste der auch. Ach, ist das herrlich. Er geht nämlich automatisch wieder zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit den Einstellungen, die wir jetzt hier haben, sehr zufrieden bin. Zumindest nach dem, was ich mir vorstelle, ohne in meinem Leben schon mal einen LKW gefahren zu sein. Da passiert jetzt nicht wirklich viel im Lenkrad, ne? Ich hatte 75% Force-Feedback-Stärke eingestellt. Jetzt haben wir hier mal so eine. Die Dehnungsfuge eigentlich zum Beispiel überhaupt nicht. Die kam ja nicht an. Aber man merkt zum Beispiel, ne, jetzt hat er gerade geschaltet. Jetzt hat sich kurz. Man hat gemerkt, dass der LKW so ein bisschen Last weggenommen hat. Und diese Bewegung habe ich tatsächlich im Lenkrad wahrgenommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmals ganz wichtig zu erwähnen, sagen, die Moser R5-Basis macht einen unwahrscheinlich guten Job im Truck-Simulator. Ich fahre hier das Moser Trucking Bundle, bestehend aus Truck Steering Wheel, Truck Clamp, also dieser in der Neigung verstellbaren Tischklemme. Ich habe die SP-Light-Pedale plus Kupplung plus Brake-Mod und eben die R5-Basis. Und ich vermisse mit meinen aktuellen Einstellungen die Fanatec-Basis 0. Beim Simracing wird die Fanatec-Basis auf gar keinen Fall durch die R5-Basis ersetzt. Kann ich euch schon mal sagen. Einfach der Kraft wegen, aber was die R5-Basis technisch macht, von der Feinheit her, merkt man einfach, dass die DD1 Podium-Basis, auch wenn die 20 Newtonmeter hat, ist einfach eine andere Hausnummer. So, was ist jetzt mit ihm hier? Worauf wartet der? Wir gucken uns jetzt mal das Video an, in welchem ich mit Guido unterwegs war. In diesem Video gehen wir darauf ein, überhaupt, wie fühlt sich ein LKW-Fahren an? Ich habe in meinem Leben noch nie vorher in einem Full-Size-LKW gesessen. Klar, 7,5 Tonner. Ist jetzt aber gefühlt auch nicht ganz das Gleiche. Und dann gucke ich mir auf jeden Fall an, wie die Field of View eigentlich ist, weil ich sitze hier 55 cm entfernt von einem 43 Zoll Monitor und mich interessiert, wie fühlen sich die Pedale an, wie fühlt sich das Lenkrad haptisch an, wie ist das Lenkrad positioniert vor meinem Bauch und was sehe ich denn eigentlich in so einem richtigen LKW? Unabhängig von der tatsächlichen Field of View, was man sehen würde, wenn man den Monitor vor sich hält, was nehme ich denn wahr? Und dann gucken wir uns mal an, wie sich eigentlich das Lenkrad im Truck-Simulator, im echten LKW anfühlt und überlegen uns danach, was eigentlich, ob das hier einigermaßen realistisch eingestellt ist. Hey Guido, Alter! Hey, Löwi, Alter! Guten Tag! Guten Tag! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns gerade in einem richtigen, echten Lastkraftwagen mit dem großartigsten Follower und auch mittlerweile Freund aller Zeiten.
Und Guido. Der auch. Der ist auch dabei. Und ich wollte eigentlich halt überlegt, komm, wir machen das hier einfach ohne Film und ohne alles. Dieses hässliche iPhone, Alter, können die nicht? Warum kann man denn hier nicht auf die Facecam umschalten? Wieso nicht? Na, aber ich müsste jetzt Pause machen, also ich müsste jetzt das Video unterbrechen und ein neues Video aufmachen, dann kann ich umschalten. Genau, Guido nimmt mich gerade mal mit in seinem LKW. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Das erste, was mir aufgefallen ist 480 PS. Ich wusste ja nicht, was ist denn mit so einem LKW los? Was ist denn mit so einem LKW los? Also das merkst du halt im Truck-Simulator ja nicht. Nee. Wie viel Bums ein LKW hat. Los, ne? Sonst der ist, oh, jetzt ärgere ich mich gerade, dass wir die Kamera nicht nach außen gedreht hatten. Das ist ja unglaublich, wie viel, also das 480 PS, was ist das, 13 Liter? Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall der 13er. Wir fahren MAN übrigens. Das ist ja wirklich unglaublich. Was hast du jetzt noch drauf ungefähr an Ladung? 4 Tonnen, 3 Tonnen. Was hat der an Gesamtgewicht ungefähr alleine, ohne? Ohne? Wie sind die 12 oder so? Okay, sind wir bei 15 Tonnen ungefähr 15 unterwegs. Tonnen ungefähr, ja. Alter, wie gehen denn 15 Tonnen vorwärts? Aber du merkst halt auch fast jede Tonne. Wenn du voll bist mit 28 Tonnen ohne Anhänger. Das wird immer langsamer. Ja, ja, ja. Ich habe nicht erwartet, dass ein leerer LKW. Also, das hat mich gerade einfach richtig krass in den Sitz gedrückt. Das ist halt das Krasse an der ganzen Geschichte. Guido ist losgefahren. Wie das Ding losfährt, Alter. Also, Guido sagte gerade schon, der schaltet den halt. Also, da passiert der, ne, das macht jetzt nicht. Aber lecko funny. Ja, ohne Schaltzeiten würdest du so manchen PKW echt die Schippe schlagen, Leute. Wenn du jetzt mit Kickdown fährst und der schaltet spät. Der Schalt macht da ja nicht, weil du meinen Kamera machst. Wie das drückt. Wie das drückt, Alter. Ich finde das richtig krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ein LKW so abgeht. Also ich habe gedacht, das wirkt alles sehr viel schwerfälliger und sehr viel, wisst ihr, das ist ja das, was ich auch im ETS, ATS, du stellst es ja immer so ein, dass das alles aussieht, als wärst du mit so einem fetten, übergewichtigen Nashorn unterwegs. Und das ist ja viel agiler, als ich gedacht hätte. Ja, findest du? Ich finde das immer noch alles sehr langsam. Okay, man gewöhnt sich an alles, ne? Man gewöhnt sich dran. Ich finde es immer noch sehr mau. Mau. Geil. Wir haben gerade schon erzählt, wir haben Simods MAN, Max 2712, MAN, TGS, AG, VG, USB, HTML 2.0. Ja, Beta. Also man kann dich auch zeigen. Ja, ich weiß, hat mir schon viele erzählt, aber ich glaube niemand, nicht mal dir. Nee, ich glaube, also du kommst bei der Zielgruppe der über 60-jährigen Millionäre. Ja. Kommst du sehr gut an? Glaube ich. Was ist das? Ah, nee, ich wollte einfach noch, aber kann ich mal alles sagen. Oh, wir können ja den LKW nicht zeigen. Siehst du da was? Ja. Hier waren wir mal in Japan. Oh, hier ist auf jeden Fall kein Jarten mehr. Nee. Da war mal mein Jarten. Das ist ja krass, wie das Ding vorwärts geht, Alter. Wir haben übrigens festgestellt, Lenkrad hat 45 cm Durchmesser. Guido hat einfach seinen draufgelegt. Ich mach da jetzt ein Piepgeräusch drin. Ich bin ja richtig schlau. Und dann die Hälfte von genommen, genau. Der hat hinten aufs Armaturenbrett ist ja so drüber geschlappt. Guck mal, war das hier auf FedEx? Jo, Alter. Aber die war ja nicht fett. Also, weißt du, war ja nicht fett, die Ex. War deine Ex war? Nee, die war nicht fett. Die war. Ach, die da gerade war noch nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt. Nee, kann ich nicht sagen. Ich hab. Ey, jetzt komm ich hier doch her. Ich wollte eigentlich sagen, ich stehe ja nicht so auf. Ich stehe auf so. Ich kann es ja rausschneiden. Ja. Das ist 30, wa? Hier ist 30, ja. Ja.
Das ist ja hier, hat dein Kollege stehen lassen wahrscheinlich, nee, war? Willst du ja nie. Ich habe von im Schrank und nehme ich mit, weil so. Wir haben auf Firma Pumpkan. Und die kann man sich ausleihen. Die ganze Pumpkan ist nicht, Pumpkan. Sonst würde ja hier stehen. Aber die pumpt man sich doch, dachte ich. Ja, das ist eine andere Pumpkan. Na komm, wir lassen Pumpkan mal rüber. In der vorigen Firma, in der ich gearbeitet habe, hat in dem Kreisverkehr hier eine abgeworfen. Seine Fracht? Univolt natürlich. Ja. Ja. Die ist hier vom Haus geliehen. Okay. Gibt jetzt so ja ein schönes Foto vom Balkon aus. Aber man muss da in Schrittgeschwindigkeit abbiegen, da kann das doch ja nicht passieren. Ja, wenn die Klappe nicht richtig zu ist. Und die Ladung nicht richtig gesichert? Also da ist ja echt viel schief gelaufen, wenn das passiert, ja. Oder? Ja, bei meiner alten Firma ist nicht viel mit sichern. Stangen hinten vor, zur Seite wird nicht viel gesichert. Das macht alles der Aufbau. Und wenn der nicht mehr will... Grüßt man sich ja nicht unter LKW-Fahrern? War das ein LKW-Fahrer? War das kein LKW-Fahrer? Ja, doch. Aber nee, du kannst, wirst ja nicht fähig. Das ist wie bei Motorradfahrern. Du hörst, wenn du jedem Motorrad... Sag mal, ist das denn ernst, Alter? Also jetzt ernsthaft? 1,50 Meter Abstand. Aber ist das ein einspuriert Fahrzeug? Ja, ne? Ja, ich hab's gedacht, dass du drauf fällst. Was ist denn mit Hand raushalten? Nee, blinken? Fällt er da ja um. Kann man irgendwie sehen. Gleichgewicht halt mit seinem Dreirädchen. Zweirad. Ich habe letztens schon, wir hatten uns ja letztens schon mal in einem Video angeguckt, ach hier, Force Feedback, diese Display, also die Armaturen sind halt Armaturen und so, kann ich gar nicht verstehen, aber das Display, was man hier jetzt leider ja nicht so richtig sieht, das ist halt richtig scheiße. Boah, einen langen Arm, Alter. Ja, du hast einen richtig langen. Und was ist denn da drunter, dieses schwarze, wo jetzt, was ist denn da? Da sind lauter Warnlampen, so wie da oben rechts schon leuchtet, dass mein Anhänger ABS nicht funktioniert, weil ich gar keinen Anhänger dran habe, aber er denkt, ich habe den dran, weil der Stapler ist. Ich verstehe. Was fährt dann hier los? Schaltet dann den Kipper. Hier kann ich schön drehen. Ja, das ist eine Firma, das ist die Frage. Ja. Kann ja hier nicht jeden fragen, ob ich hier auf seinen Hof fahren darf. Hier ist my place übrigens. Also falls ihr mich mal besuchen kommen wollt, there is my place. Geht mal her, kickt schon da, der Fördner. Was macht der denn hier? Ja, du hör auf zu heulen. Richtig abladen. Ja, Musik machen wie, Musik machen wie in meinen Videos. Muss ich einfach Scheibe runter machen und sagen, sorry, we have to turn here around with the truck. Oh, das ist ja nicht American Truck Simulator. Hä? Kommst du nicht damit eh so rum hier auf den kleinen Hof? Das ist ja eine Scheiße. Jetzt fahre ich ihm hier den ganzen Hof kaputt. Ganz schön leicht, dass das lenkt. Interessant auch tatsächlich, ich kann nicht so leicht mit dem Handballen lenken. Entweder fehlt der Grip oder du hast es zu schwer in die Stelle. Ich glaube, der Grip fehlt. Das Lenkrad hat nicht diese Struktur. Du hast zwar hier, hat doch dieser Lenkradbezug so eine Struktur. Willst du mal anpassen? Und das Moser, ich habe da gerade schon angefasst, als wir die Kamera noch nicht anhatten. Ich fand richtig gut. Also ist auf jeden Fall 45 cm lang. Das Moser-Lenkrad ist glatt. Das hat diese Lenkradstruktur nicht. Das ist ja scheiße. Die man hier so sieht. Oh, ich sehe schon, ihr müsst unbedingt öfter Videos zusammen machen. Ist total lustig. Und wir machen das hier nur, weil Guido dafür bezahlt wurde und ich Geld dafür kriege. Achso. Weil ich selber in Grün, hier nicht weg, Alter. Weil ich bin nämlich ein über 60-jähriger Millionärs. Tochter. Oh, ist das hässlich, Alter. Mann, Alter, wenn wir mal einfach einer rauslassen, oder? Mach ich einfach mit Löwen hier. Ich wollte das gerade sagen. Mach das doch nicht. Jetzt hält ja hier an. Hier ist halt auch eine. Linie. Das stimmt, das ist ja nur ein Bild, was sie auf der Straße gemalt haben. Oh. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich video auf jeden Fall mehr als Guido. Weil der schlägt hier einfach durch. So, und jetzt hat der Onkel gesagt... Wo stehe ich denn das jetzt hier hin, so dass das nicht hässlich ist? Ja, klar ist das hässlich, Alter. Jetzt hat er gesagt, muss ich hier drücken? Ah,
Ey, gut, dass ich keine Plauze habe. Okay. Das ist ja wirklich nochmal eine andere Hausnummer, wa? Das ist ja... Also erstmal kann ich euch jetzt schon mal sagen, TSW ist von der Haptik einfach nochmal eine ganz andere Geschichte, weil hier wie heißt es? Diese Maserung im Lenkradbezug ist eine andere. Von der Größe her ist es schon sehr ähnlich, aber es sind hier in jede Richtung nochmal 2,5 cm mehr. Ihr hättet ja mal hier drüben das Brett zumachen können, Alter. Sind ja nochmal 2,5 cm mehr. Junge. Field of View ist ja eigentlich interessant, wa? Das ist schon sehr spannend. Also erstmal liegt sie hier fast drin in dem Teil. Wo sind denn die Pedale? Die sind da unten. Ach du Gott, Alter, was ist denn das? Ach du Scheiße. Ich hab ja, was ist denn das? Da kannst du wirklich von Hori oder von Asobo diese Plastikspielzeugpedale kaufen. Das ist ja gar nichts hier. Was ist denn das? Die Bremse hier, horchen, Achtung, Ohren aufspitzen. Das ist natürlich geil. Also das macht mich einfach soundmäßig an. Aber das ist ja gar nichts hier, Alter. Was ist denn das? Aber Field of View-mäßig muss ich sagen, also ich sitze sehr viel weiter vom Lenkrad und von einer Windschutzscheibe weg, als ich gedacht hätte. Und ich muss mal drüben die Türe zumachen, wa? So, Türe ist zu. Ich sitze sehr viel weiter. Also erstmal ist das Fahrerhaus ist sehr viel kleiner, als ich mir das Fahrerhaus in einem LKW vorgestellt hätte. Viel, viel kleiner. Aber was ich halt wirklich spannend finde, ist, dass ich so weit hinten sitze, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, man sitzt hier irgendwie eher so. Und selbst dann ist gefühlt die Windschutzscheibe. Also, das finde ich schon mal super spannend. Hier haben wir mal die vernünftige Spiegel Field of View übrigens, dass man mal so einigermaßen weiß, wie das aussieht in so einem Weitwinkelspiegel. Ist interessanterweise auch bei Guido genauso eingestellt, wie ich das einstellen würde. Und der rechte Weitwinkel, die rechten haben so eine leichte Vergrößerung drin, möchte ich sagen. Finde ich auch sehr spannend. Das ist also dann eher korrekt bei C-Mods. Aber insgesamt, also ich bin da schon ja nicht so schlecht eingestellt, muss ich sagen. Ich möchte jetzt mal so grob sagen, das ist ungefähr das, wenn ich einfach nur geradeaus gucke, was ich so bewusst wahrnehme. Klar, ich sehe eigentlich hier aus dem Augenwinkel noch ein bisschen den Spiegel. Also wahrscheinlich sieht es eher so, ich habe jetzt mal das Telefon hier direkt vor meinen Augen. Oh Gott, jetzt hat er das Ding wieder hinten in mir drin gesteckt hier. Alter. Der ganze LKW wackelt, wenn Guido das Ding hinten drin steckt. Das finde ich wirklich faszinierend. Das ist ungefähr das, was ich tatsächlich wahrnehme. Wenn ich mir jetzt hier natürlich einen Bildschirm vorstelle, einen Bildschirmausschnitt, also wenn ich jetzt meinen 43 Zoll Monitor, der ist ja ungefähr hier so und der hört irgendwo da auf. Dann ist also die 65er Field of View, wenn ich die da einstelle, ja nicht falsch. Habe ich nicht erwartet. Man sieht sehr viel mehr. Also wenn da Leute so rumfahren, ist das nicht unbedingt realistisch. Ich bin überrascht. Also wir müssen auf jeden Fall noch dazu sagen, dass wir die kleine Kabine haben. Das heißt, wenn man hier mal rausguckt, hat mir Guido gerade erklärt, das, was hier unten diese Schutzbleche, diese Schmutzfänger oder wie auch immer man das nennen mag, die Kabine geht normalerweise bis da raus. Das heißt, man hat in der großen Kabine nochmal nach links und rechts wahrscheinlich so ungefähr die Breite hier mehr dran.
Aber das macht den Braten jetzt ohne Fett. Raus im Fohl. Was ist mit dir, Alter? Ich habe gerade festgestellt, Guido. Ja. Dass die Field of View, du musst sie nie ranklatschen, wie blöde. Weil wir doch irgendwie. Na, weil doch manche Leute so. Du hast, siehst ja nur dit. Ja, guck mal an, wie groß der Monitor halt ist vor dir. Ne? Ich habe halt 43 Zoll. Und der 43 Zoller. Der 43 Zoller hört ja hier ungefähr auf. So. In der Tür ist ein Zollstock. Was ist da? Ein Zollstock. Ein Gliedermaßstab. Ja. Eine Zentimetereinheit. Ich weiß halt nicht, wie breit der. Ich weiß halt nicht, wie breit der. Ich weiß halt nicht, wie breit der 43 Zoller ist. Das ist mal 16 zu 9 oder was? 16 zu 9? Oh, jetzt hier Dreisatz oder was? Das kann man ja eigentlich ausrechnen. Ich glaube 86 breit ist der oder sowas in die Richtung. So, wir haben ausgerechnet 95,3 ungefähr. Also an meinem Daumen. Irgendwo hier, ne? Ja. Dann ist die Hälfte, ja, hier, sah hier. Das ist ja, ist genau das, was ich gesagt habe. Das heißt, wenn der 43 Zoller da ungefähr aufhört, sagen wir mal vielleicht noch 3-4 Zentimeter weiter außen, dann siehst du links den Spiegel nicht. Aber der hört halt auch nicht hier an der A-Säule auf, was ja auch Quatsch ist, weil viele Leute stellen das ja so ein, dass der an der A-Säule aufhört, sondern du siehst fast die Spiegel. Also wenn du da eine 65er Field of View einstellst, ist das nicht unrealistisch. Das haut wirklich hin. Und wenn es ein paar Grad unrealistisch ist, hast du wenigstens immer den linken Spiegel im Blickfeld. Das ja kommt noch dazu, genau. Aber da ist, hast du noch eine kleine 80er Field of View, dann kommt es auf den LKW an, den, in dem du drin sitzt. Aber ich finde ja, also erstmal muss man wirklich dazu sagen, hat gerade gesagt, wie weit du von der Scheibe weg sitzt, finde ich total faszinierend. Und was ich auch krass finde, ist, wie viel du in deinem Sichtfeld doch einfach siehst. Weil du hast ja, wahrnimmst, nicht siehst. Ja. Du hast ja nicht nur diesen kleinen Ausschnitt hier, sondern deine, ja, Wahrnehmung, deine Wahrnehmung ist ja viel größer. Das ist ja die Sache, die man sich irgendwie immer ja nicht so vor Augen hält, dass nur, weil jetzt der 43 Zoll Monitor, der hier irgendwie so 50 Zentimeter von mir weg ist, da aufhört, ist ja, wenn ich zocke, aber ich finde, das macht schon Sinn, das ist schon geil. Das heißt, dass ich das ja nicht so unrealistisch eingestellt habe. Ich finde das gut. So, jetzt hier mal den Profi beim Arbeiten zugucken. Wo ist er? Keine Ahnung, ich habe da hinten, war glaube ich gerade hier. Hast du da nicht gerade abgeladen? Ja, der ist bestimmt ein Profi in dem Ladenbau. Hast du nicht gerade da hinten schön abgeladen, wo das rote Herz leuchtet im Wohnwagen? Was geht ab? Hier? Alter, wie das krisselt, ja, weil dem iPhone einfach jetzt schon zu dunkel ist. Ich hätte die richtige Kamera mitnehmen sollen. Willst du eine Hasselblatt-Kamera nehmen? Hast du gehört? Hasselblatt? Die erste Kamera, die ein Foto vom Mond gemacht hat, oder auf dem Mond war. Na, Hasselblatt ist ja auch, du bezahlst ja, glaube ich, für eine Hasselblatt, wenn du dir eine richtige Kamera kaufst von denen, zahlst ja, glaube ich, so mal eben 25.000 oder so. Ja, jetzt machen wir noch eine Pause oder was? Jetzt sind wir kurz nach vorne. Na geil, Alter, guck mal, der hat auch abgeladen. Der hat da seinen, nein, oder der hat da seinen Rüssel einfach seinen langen mal so Schlauch im Loch, Alter. Man. Hat da mal seinen Rüssel ringewirkt. In die Jauche. I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Typische Situation übrigens gerade, Gio steht an der Ampel, biegt rechts ab. Und die Ampel ist rot und Guido kickt auf die Ampel und kickt nach rechts und biegt rechts ab und ich gucke nach rechts und da kommt eine junge Frau bei rot über die Ampel gelaufen. Da sind wir wieder bei genau dem Thema, die Menschen wissen nicht, du kannst von hier, guck mal, ich bin ja jetzt, das ist ja jetzt das gleiche, nur in eine andere Richtung. Wie soll ich denn, wenn ich links abbiege, sehen, wenn ich in der Kurve stehe, ob da hinten noch irgendwo einer über eine rote Ampel läuft. Die Ampel war grün. Hätte ich jetzt hier rechts näher gesessen, hätte Guido eine sogenannte Gefahrenbremsung machen müssen. So haben wir einfach nur hier oben schön die Schocker XL Trainhorn. Und ja, ist jetzt, keine Ahnung, Herzinfarkt, Rettungswagen. Nein, haben wir natürlich nicht gemacht. Aber das ist genau dieses Ding.
Du siehst es nicht. Du kannst nicht sehen, die kam von da. Wie sollst du das sehen? Weiß ich. Wie soll man das sehen? Wenn da einer kommt, wie soll man das sehen? Sag doch mal. Cut, yes, 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 yes. Komm, wir wollen keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Guten Tag. Wir sind auf einem abgesperrten Gelände, dessen Namen wir leider nicht sagen dürfen, aber wir sind wirklich auf einem abgesperrten Gelände. Und ich guck mal hier, Spiegel, links alles frei, rechts alles frei. Muss ich einen Youngerin machen? Drehrad D, bitte. Drehrad auf D? Was ist P? DP? Das ist kein... Ist das ein P hier? Ja, hier ist DP. Das ist wahrscheinlich ist für... Ja, M. Dolle Penis. Ja, ist aber so schön langsam immer. Du parkst denn halt, das fährt dann kaum. Alter, wie... Achso, du hast noch eine Handanker angezogen. Das untere davon nach oben ziehen, genau. Okay. Die sind... Entschuldigung. Ja, passt. Diese Jaspedal macht mir fertig, war ich vorhin schon gesagt. Achso, ich muss mir anschneiden. Diese Jaspedal macht mir fertig. Ja. Oh, ist schwer. Ja? Oh, das vibriert ja wirklich ein bisschen. Ja, ja, das ist aber wahrscheinlich färbt ab. Vom Rest vom LKW. Oh, die Bremse geht aber. Das ist Druckluft, ne? Der kommt spät, wenn du aufdrückst. Das ist ein bisschen verzögert. Druckluft muss, die Luft muss sich erst komprimieren in der ganzen Leitung. Das ist so eine kleine Gedenksekunde beim Auftreten. Der Lenkrad geht ja sehr viel schwerer. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ja, wir können nur rechts fahren. Also nicht rechts abbiegen, sondern nicht rechts dran vorbei, an den Mülltonnen vorbei. Ach so. Krass, wie viel. Wie viel schwerer? Ach, ich muss da hinter dem Ford. Hinter dem Ford rechts rum, ja. Hinter dem blauen Ford Ranger, das ist ja merkwürdig. Weil schon vorserfertig und runtergeladen. So, der, jetzt. Muss, der muss warten. Der muss warten? Ja, ja, anders geht nicht. Er kommt nicht an dir vorbei. Na, Louis? Du musst lenken, sonst kommst du hier rum. Na, ja, kick mal, er denkt mit. Mehr habe ich nicht. Ja, ja, recht, ja. Also du merkst ja wirklich vom Fahren, ja, du merkst ja nichts von irgendeiner Bewegung in diesem Fahrzeug. Nee. Aber krass, wie schwer das geht. Und hat keinen einfach, Rückstellmoment. Und fast einfach so bleibt. Ja. Auf Schranke, ich lauf. Und wir kriegen die Türen nicht auf uns zu. Die Bremse ist echt spannend, muss ich sagen. Die ist geil, ja. Ey, das ist ja total krass, wie schwer... Also wie du nichts fühlst und aber gleichzeitig wie schwer, wie du nichts fühlst, aber gleichzeitig wie schwer das geht. Ja. Findest du das schwer, ja? Im Gegensatz zu meinem Lenkrad, ich muss was ganz anderes einstellen. Ach so? Ich muss was ganz anderes einstellen. So. Wahrscheinlich weniger Rückstellmoment musst du einstellen. Weniger Rückstellmoment? Ja, Rückstellmoment habe ich gar nicht an, das passiert ja nur durch die Räder. Oh, warte mal, da hinter uns will einer raus. So, wir haben wieder getauscht, weil wir sind jetzt wieder auf öffentlichen Straßen unterwegs. Ich muss mir anschneiden, weil ich nehme auf. War nicht so im Weg stehen, wir würden direkt mal kurz stehen bleiben, aber lass mal. Wir wollen noch andere runter. Was hat gerade gesagt? Also, das Lenkrad ist viel zu leicht eingestellt. Die Frage ist, kann man noch. Wo ist denn hier das Loch, Alter? Da sind keine Haare drum, Junge. Die Frage ist, kann man es noch schwerer machen bei 5 Newtonmeter? Alleine das. War ja jetzt schon mal ein richtig guter Hinweis darauf, warum 5,5 Newtonmeter echt zu wenig sind. Also weil du einfach, du brauchst diesen, der fühlt sich ja an, als wäre da eine übelste Dämpfung drauf. Also du merkst, dass der unterstützt ist, also dass du nicht 15 Tonnen Gummi auf der Straße hin und her walzen musst. Aber du merkst auch, dass es trotzdem schwer ist. Und also 5,5 Newtonmeter, glaube ich, das ist schon schwierig. Da ist natürlich interessant, wie man das hinkriegt. Interessant ist, dass du von der Fahrzeugbewegung ja nichts mitkriegst. Dafür vibriert es aber sehr viel mehr, als ich gedacht hätte. Das fand ich jetzt auch total interessant. Also
Also es vibriert sehr viel mehr, als ich gedacht hätte. Wie machen wir denn die jetzt hier? Oh, na, irgendwo. Was ist Kaffee? Kaffee? Ja, wo denn? Tanke vorne? Tanke, Aral oder so? Ja, ja, dann fahren wir Tanke. Fahren wir auf den Tanker, Alter. Den können wir da irgendwie drehen und dann kann ich den wieder rausschmeißen. Interessant, also wirklich, es vibriert sehr viel mehr, als ich gedacht hätte. Es ist sehr viel schwergängiger, als ich gedacht hätte. Aber es fühlt sich sehr viel künstlicher an, als ich gedacht hätte. Also, du hast ja... Genau, du hast kein Force Feedback. Du hast eigentlich nur einen Gegendruck, der dafür sorgt, dass sich das nicht frei dreht. Und der ist aber dafür wiederum sehr schwer. Also sehr interessant. Der wird auch stärker der Gegendruck, umso schneller du lenkst. Also die Servolenkung hat ein Lenklimit. Aha. Umso schneller du lenkst, umso schwerer wird es. Schaffst du es ja so schnell zu lenken, dass du quasi an der Grenze der Servolenkung kommst. Das du kannst nicht schneller lenken, als die Servolenkung dazu lässt. Das nennt sich im Treiber von Moser und von Fenatec Natural Inertia. Natural Inertia. Das ist geil. Das okay. ist genau der Wert, wie viel schwerer wird es, wenn du schneller lenkst. Also je schneller du das Lenkrad bewegst, desto doller ist der Gegendruck. Also super spannend, Guido. Vielen Dank. Immer gerne. Geil, dass wir auch jetzt da wirklich, das war jetzt, also besser hätten wir das ja nicht treffen können. Wir waren auf Privatgelände, wo keine Sau interessiert, ob löblich ein LKW fährt. Ja. Das war jetzt wirklich Schwein gehabt. Geil. Guido, vielleicht machen wir gleich mal hier, ne? Immer gerne. Aber auf jeden Fall dafür schon mal danke. So, jetzt habe ich erstens festgestellt, die Field of View im Truck Simulator ist, da fangen wir mal direkt an, die Field of View im Truck Simulator, die würde so in dieser Form Sinn machen, wenn du, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, die würde, achso, ihr könntet vielleicht, glaube ich, mal ein bisschen lauter machen hier. Die Field of View im Truck Simulator würde Sinn machen, wenn du einen sehr großen Monitor hast. Ihr könnt vielleicht mal gucken können, was ich da hinten mache. Oh, passt. Weil so sieht man zu viel und das fühlt sich auch ehrlich gesagt nicht besonders realistisch an. Aber wie wir jetzt gerade gelernt haben, ist vermutlich eine 65er Field of View, ja, ist immer noch ein bisschen groß. Du nimmst das wahr auf deinem Fahrersitz, aber so rein ausgerechnet sind wir wahrscheinlich irgendwo eher bei einer 55er. Hm, okay, das ist was ich tatsächlich mal eingestellt hatte zwischendurch. Ja, ja, okay. Es ist wirklich interessant. Ich hatte das im LKW anders wahrgenommen, weil im LKW hast du dadurch, dass du mehr wahrnimmst, als du tatsächlich fokussiert hast. Und bei Frauen ist es nochmal komplett anders. Eine Frau würde hier was ganz anderes einstellen als ein Mann. Dadurch, dass Frauen ein viel größeres peripheres Sichtfeld haben, was sie tatsächlich wahrnehmen. Beim Mann ist es alles bei den meisten biologischen Männern ist das alles eher auf die Mitte fokussiert. Und ich habe mir mal ausgerechnet mit dem Field-of-View-Generator, man muss bei den meisten Field-of-View-Rechnern die Euro- und American Truck Simulator Field-of-View nochmal halbieren. Das heißt, wir stellen jetzt hier 16:9 ein, 43 Zoll, ich sitze 55 Zentimeter weg. Ja, habe ich nachgemessen, bevor mir wieder irgendjemand auf den Pelz rückt. So, und wenn wir jetzt hier die Hälfte nehmen, sind wir ungefähr bei 42 Grad. Das ist auch genau das, was wir uns ausgerechnet haben mit Guido, mit dem Gliedermaßstab oder Klapplineal, wie man auch im Fachjargon sagt. Und tatsächlich, haut es hin.
Wenn ich es mir jetzt hier so angucke, wenn ich mir jetzt hier das Lenkrad vorstelle, vor mir haut das, was ich jetzt hier gerade sehe, rechnerisch tatsächlich hin. Genau an der Stelle wäre in Wirklichkeit die A-Säule. Und da man aber ja wenigstens ein bisschen was sehen muss, und das ist das, was Guido auch im Video sagte, würde ich auf jeden Fall zu einer 55er Field of View greifen. Und ich finde jetzt auch eine 65er nicht verkehrt, aber eine 80er, sodass du den Spiegel siehst, ist praktisch, macht aber ehrlich gesagt keinen Sinn. Die 80er ist das, was du, sage ich mal, grob in deinem Sichtfeld tatsächlich wahrnimmst. Die 65er ist ein guter Kompromiss. Du siehst noch ein bisschen Spiegel und 43 Zoll Monitor, 55 cm entfernt. Du siehst noch ein bisschen Spiegel und kannst noch ein bisschen was angucken. Ich persönlich würde, glaube ich, am ehesten hier zugreifen. Weil das was ist, wo man noch nicht direkt virtuelle Spiegel benutzen oder die ganze Zeit nach links und rechts gucken muss. Und eine 55 ist ein guter Kompromiss aus sehr realistisch, aber noch fahrbar ohne Triple Screen und tatsächlich bei einem 43 Zoller um 55 cm entfernt wäre die 42 die realistische Field of View. Ich würde wirklich sagen, deswegen haben die wahrscheinlich auch die 40, ich würde die 65 nehmen, damit bin ich glücklich. Ich würde die 65 wählen, zumindest hier bei meiner Konfiguration. Dann habe ich ja noch die Lenkungskamera an, dass man noch ein bisschen vor allem in eine Kurve, wenn man in eine Kurve fährt, dass man noch ein bisschen was links vom Spiegel sieht. Ich persönlich mag ehrlich gesagt die virtuellen Spiegel nicht. Deswegen bin ich gerade sehr froh darüber, dass wir jetzt die automatische Kamerarückstellung wieder haben, die vor allem zeitbasiert ist. Das ist ja eigentlich das Geilste an der ganzen Sache. Weil, wenn du das Plugin benutzt, Smooth Interior Camera, dann geht die Kamera leider sofort wieder zurück, wenn man das so einstellt. So, hier vorne stellt es jetzt einfach richtig prasselig an. Ne, jetzt fährt er. Und ich finde diese Zeitverzögerung einfach total geil, weil ich muss nicht die ganze Zeit meine Hand hier auf dem Nummernblock lassen, wo ich meine Ansicht habe, sondern ich finde das wirklich außerordentlich praktisch. Und eigentlich brauche ich das ja fast nur, wenn ich rechts abbiege, weil wenn ich links abbiege, sehe ich ja durch die Lenkungskamera den Spiegel. Aber was ich euch sagen kann ist, Force Feedback technisch fehlt mir hier einiges. Also erstens, dieses Lenkrad hier fühlt sich komplett anders an als das Lenkrad im echten LKW, weil hier ganz eindeutig, und da haben sich die Entwickler und Designer bei einem echten LKW ja auch was bei gedacht. Das Material und die Beschaffenheit im echten LKW ist einfach sehr viel praktischer. Dieses Lenkrad hier ist für mein Dafürhalten viel zu weich, viel zu glatt. Und vor allem, wenn du nur so mit dem Handballen lenken willst, und ich hab's ja im Video gesagt, das Lenkrad fühlt sich viel schwerer an im echten LKW. Der Gegendruck ist viel stärker. Die Rückstellkraft würde ich mal, ja, da kann man, glaube ich, wahrscheinlich ja nicht mehr so viel machen, weil ich habe keine künstliche Rückstellkraft an. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Material hier, wenn ich so mit dem Handballen lenke, ja, dass dieses Material ...
komisch ist. Es ist ein sehr komisches Material, was sich nicht mit dem Material im echten LKW vergleichen lässt. Und tatsächlich würde ich so ja sagen, dass das Lenkrad im richtigen LKW, zumindest so wie bei Guido jetzt im MAN TGS war, sehr noch ein bisschen steiler ist. Es ist ein bisschen weiter unten und ein kleines bisschen steiler. Und aber ansonsten muss ich sagen, ist es hier von der Größe her, fühlt sich das schon sehr, sehr ähnlich an. Aber die Materialanmutung macht wirklich ganz doll was aus. Also das hier fühlt sich viel mehr an wie ein Autolenkrad und nicht wie ein LKW-Lenkrad, welches darauf ausgelegt ist, Grip zu bieten, sondern das hier ist gefällig. Das ist, wie soll ich denn das sagen? Das ist, das soll halt was darstellen oder das soll so eine pseudo-luxuriöse Anmutung haben. Ich würde das viel toller finden, wenn die diesen gummiartigen Kunststoffbezug aus dem echten LKW genommen hätten. Und nicht diese Pseudo-Leder oder was das hier sein soll. Angeblich ist das ja echtes Leder. Ich glaube, das Leder ist... Ich möchte jetzt keinen Vergleich anstellen. Ich glaube nicht, dass das echtes Leder ist. Ich weiß ehrlich gesagt ja nicht, ob das hier echtes Leder sein soll oder ob das nur bei dem Clean Racing Wheel war. Aber so insgesamt, es wirkt billiger und leichter als ein echtes LKW-Lenkrad. Also jetzt, wo ich hier wieder sitze, merke ich doch sehr deutlich, dass das hier ein Spielzeuglenkrad ist, was ich in der Hand habe. Ob schon das natürlich im Vergleich für eine Computer-Hardware schon sehr hochwertig ist. So, jetzt kommen wir aber mal zum wichtigsten Punkt, nämlich zum Force Feedback. Und also hier fehlt eindeutig Bums und hier fehlt eindeutig Motorvibration. Das ist das allererste, was ich mal anmache. Dieses Lenkrad völlig unabhängig davon, weil Guido ja sagte, ja gut, das kommt wahrscheinlich aber auch durch die Eigenvibration des LKWs insgesamt. Völlig unabhängig davon würde ich auf jeden Fall die Motorresonanz hochstellen, weil in dem Moment, wo der LKW lief, ist immer noch zu wenig, in dem Moment, wo der LKW lief, hast du deutlich, und ich meine wirklich deutlich und auch permanent, eine Vibration im Lenkrad, die spült. Du hattest gespült. Gespürt. Irgendjemand meinte mal zu mir 10%. Und da dachte ich, das kann nicht sein. Das ist viel zu doll. Ja, vor allem ist die Vibration vom Gefühl her ja nicht vergleichbar. Weil... Doch. Hier verändert sich jetzt natürlich gerade die Vibration im Lenkrad mit der Motordrehzahl. Das heißt, im niedrigen Drehzahlbereich ist die Amplitude eher weit auseinander, aber trotzdem ziemlich hoch. Und je schneller du fährst, desto feiner wird's. Das Gefühl im echten LKW war tatsächlich mehr ein feines Vibrieren als so ein Schütteln. Also 10 finde ich zu doll. Ich würde mich jetzt mal erweichen, hier eine 5 einzustellen. Ich mache mal auf 6, weil der stellt es aus irgendeinem Grund immer eh'n runter. Finde ich immer noch zu doll. Was erste, was mir aufgefallen ist, ja, ich glaube, 4 finde ich ganz gut. Dass das Lenkrad doch sehr intensiv vibriert. Ich hätte es lieber doller, aber feiner. Also wenn du jetzt hier so bei 1500 ankommst, Umdrehung, dann vibriert das Lenkrad ungefähr so, wie es sich die ganze Zeit im MAN angefühlt hat. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eingelenkt, jetzt vibriert es fast ja nicht mehr.
Und jetzt bei 1100 Umdrehungen ist mir die Amplitude zu groß. Also das macht nicht rrr, sondern das macht mehr so wott. Und das ist einfach nicht realistisch, muss man so ehrlich sagen. Die Motordrehzahl als ist ein guter Ansatzpunkt, haut aber ehrlich gesagt nicht so richtig hin. Das Vibrieren im echten LKW ist sehr viel feiner. Vielleicht kann man das ja hier irgendwo, falls sich da jemand mit auskennt, kann man ja die Frequenz auch irgendwo einstellen. Weil ich hätte gerne die Frequenz eher so wie bei Richtung 15.000. Also ja, 13.000 ist auch okay, aber so alles ab 13.000 macht für mich gefühlt mehr Sinn. Echt 13.000, 1300. Als das, was bei einer niedrigen Drehzahl passiert. So, aber was mir halt total fehlt, also was mir wirklich komplett abgeht, ist die Reibung. Und wir können die Reibung hier nicht mehr höher setzen. Die ist schon auf 100%. Wir könnten jetzt die Gesamtstärke, die Force Feedback Gesamtstärke, könnten wir jetzt natürlich vollkommen übertreiben. Da ist dann allerdings wieder die Frage, wann kommen wir ins Clipping? Das heißt, was ich jetzt ehrlich gesagt mal probieren würde, ist Natural Inertia, Friction, Dämpfung und Wheelspring Strengths auf so hoch wie möglich zu stellen und mal gucken, wie sich das anfühlt. Besser. Ist immer noch nicht damit vergleichbar, was ich da im richtigen LKW gespürt habe. Also es ist zu leicht. Hier brauchst du mehr Newtonmeter. Das fühlt sich einigermaßen. Jetzt kommt es natürlich auch drauf an, ich bin ja jetzt ein leeren MAN TGS fahren. Jetzt kann es sein, dass das Force Feedback in einem Actros, in einem DAF, in einem Iveco, in einem Ford oder in einem Scania sich ganz anders anfühlt. Aber wir müssen einfach tatsächlich damit leben, da kommt man nicht drum rum, dass wir wir haben nur dieses eine Force Feedback hier und ich glaube nicht, dass sich das von LKW zu LKW unterscheidet. Ich glaube nicht, dass ein Renault Magnum ein anderes Force Feedback ans Lenkrad abgibt als ein nagelneuer Scania NGS. Aber ich muss wirklich sagen, ist jetzt natürlich auch schade, dass wir gerade nur auf der Autobahn unterwegs sind. Das ist mir zu leicht. Das ist mir viel zu leicht. Wie gesagt, ich habe ja jetzt hier schon das Maximum rausgeholt. Mehr geht nicht. Was können wir hier noch einstellen? Je schneller wir fahren, desto schwerer wird's, desto größer wird die Dämpfung. Nee, man kann vielleicht Operating Wheel Body Bumps. Das hier sind halt wirklich die Vibrationen und du brauchst hier mehr Drehmoment im Wheel. Also ich hätte lieber 10 oder sagen wir mal 12, wenn wir jetzt die R12-Basis nehmen, ich hätte lieber eine R12-Basis und würde mich dann nach unten einpegeln, als mit einer R5-Basis gar nicht dahin zu kommen, wo ich hin möchte, weil mir fehlt ganz eindeutig hier der Gegendruck vom echten LKW. Ich probiere mal hier eine 125. Jetzt müssten wir natürlich mit allen anderen Effekten dann auch runtergehen. Das können wir allerdings später machen. Ja, 125 ist besser.
Ja, sehr viel besser. Das fühlt sich tatsächlich gerade einigermaßen realistisch an. Ich bin mir halt nicht so sicher, wie sinnvoll das ist, einen Wert über 100 einzustellen, weil ich dann persönlich, ja, viel, viel, viel besser. Weil ich dann persönlich das Gefühl hätte, dass, oder Angst hätte, dass es klippt, und klippen ist das, was wir nicht wollen. Klippen heißt, da kommt schon so viel Infos aus dem Spiel ans Lenkrad, dass das Spiel die feinen Kräfte ja nicht mehr darstellen kann. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Alter, wir fahren hier LKW-Simulator und du musst nicht jeden Kack-Kieselstein merken, über den du drüber fährst. Merkst du sowieso nicht, merkst du auch im echten LKW nicht. Ich finde das, ich stelle mir einfach spaßenshalber 200 ein. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Ich würde tatsächlich, glaube ich, 200 eingestellt lassen. Jetzt wird natürlich alle doller. Jetzt wird die Motorresonanz doller. Jetzt wird die Geländeoberflächengeschichte doller. Die Motorresonanz muss man jetzt natürlich wieder gegenregulieren. Und mich würde jetzt mal vor allem interessieren, wie weit fahren wir denn jetzt hier noch? Rest. Ich hab doch hier ein Display, Alter. 31 Minuten in-game. Okay, das geht ja noch. Ich würde gerne mal jetzt in der Stadt irgendwie noch fahren und rangieren, aber ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr jetzt eine R9-Basis habt, probiert es mit 50% in-game. Aber ihr braucht auf jeden Fall diesen Gegendruck. Ich kann das jetzt hier, die Einstellung und das, was ich jetzt mache, passt hier natürlich nur und ausschließlich auf meine R5-Basis. Und das, was ich hier versuche, euch zu erklären, und das ist die wichtigste Info eigentlich an der ganzen Ich versuche euch gerade zu erklären, vor allem, wie fühlt es sich in echt an und welche Regler müsst ihr benutzen, um da hinzukommen. Und in echt lässt sich dieses Lenkrad sehr, sehr, sehr viel schwerer drehen als das, was ich hier vorher eingestellt hatte. Also ruhig erst, ich kann es euch nicht, man kann es nicht beschreiben. Ich kann euch wirklich nur sagen, das, was ich vorher eingestellt hatte, ist zu leicht. Und das fühlt sich jetzt tatsächlich, wird die Motorvibration nach wie vor nicht gut. Und das Lenkrad neigt jetzt hier gerade dazu, sich aufzuschwingen. Das ist zum Beispiel auch unrealistisch. Könnt ihr mir vorstellen, dass das was hier mit der Spring Strength zu tun hat. Gucken wir mal, ob das der Fall ist. Weil das schwingt sich so auf in der Mitte. Also, das Wackeln der Kabine. Ja, wirklich. So fühlt sich das ja nicht so schlecht an. Könnt ihr mir vorstellen, dass 200 ein bisschen dolle ist? Wir werden uns das gleich mal angucken, wenn wir hier, wie gesagt, so ein bisschen mal in der Stadt um eine Kurve fahren. Aber so ist es nicht ganz unrealistisch. Sehr viel besser als mit 75%. Sehr, sehr angenehm. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier so ist.
Oh nee, das ist zu doll. Das ist viel zu doll. Das war jetzt auf der Autobahn ganz, ganz geil. Wir machen mal wieder 125. Ah, wir machen mal 150. Ja, ja. Immer noch ganz schön dolle. Immer noch ganz schön dolle. Krass, okay. Ist... man muss das auch wirklich in der Situation ausprobieren, in der man das selber ausprobiert hat. Wir gucken mal, wir machen 125. Ah, machen wir so. Ja. Ja. Das ist geil. Berühmte ich habe zu weit ausgeholt Problem. Weil ich habe ja... Ja, ich habe eine mitlenkende Hinterachsekeule. Ja, das fühlt sich geil an, muss ich sagen. Immer noch fast ein bisschen dolle. Jetzt ist natürlich die Frage. Nee, nee, so ist es schon. So ist es schon. Jetzt ist natürlich die Frage, liegt das jetzt an meinen Treibereinstellungen oder liegt das jetzt. Aber das ist auf jeden Fall viel besser. Viel besser als vorher. Wir machen mal. Wir nehmen mal die 100. Absolut. Absolut. Man kann das jetzt noch feinjustieren. Ich glaube tatsächlich, dass das von LKW zu LKW sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Aber das hier ist sehr, sehr viel dichter an dem, was ich da im richtigen LKW erlebt habe, als das... was ich hier vorher eingestellt hatte. Also, was ich jetzt nicht noch extra mache, das passe ich mir dann selber an, weil ich muss auch ganz ehrlich gestehen, und da gebe ich dem Guido vollkommen recht, du merkst außer dieser Vibration nicht wirklich viel im Lenkrad. Also da passiert einfach ja nichts. Also da passiert einfach wirklich kaum was. Das ist relativ schwer, so wie ich es jetzt habe. Also Gesamtstärke 100, innere Reibung 100. Motorresonanz würde ich auf 2 lassen, weil ich finde die Frequenz leider zu unrealistisch. Wenn das feiner vibrieren würde, würde ich die Stärke einstellen. Geländeoberfläche müsste man jetzt ausprobieren. Du merkst, wenn du über Kies fährst, merkst du keinen Kies im Lenkrad. Kann ich euch sagen. Du merkst keinen Kies im Lenkrad. Genauso bei den Bodenwellen, dass das hier Bodenwellen, ich würde die Bodenwellen wahrscheinlich fast ausmachen. Damit ist ja, wie gesagt, wichtig ist, ihr müsst mein Force-Feedback-Video geguckt haben, um die einzelnen Effekte hier zu verstehen, weil ich gehe jetzt nicht nochmal auf diese Effekte ein. Ich würde vermutlich das hier eher ausmachen. Weil die allermeisten Sachen davon merkst du nicht. Vielleicht ein bisschen Bodenwelle drin lassen, dass du mal, du brauchst ja dann doch Informationen, was da gerade unter dir passiert. Aber ich würde das wahrscheinlich irgendwo hier alles so im Fünferbereich lassen. Alles andere auf 100%. Und die wichtigste Sache für mich war jetzt, die Dämpfung voll rinzuknallen, Reibung und
die Trägheit, diesen Trägheitseffekt, weil das ist jetzt das, was die Schwergängigkeit des echten LKW-Lenkrades ausmacht. Und ja, das soll es gewesen sein. Das war jetzt für mich auch nochmal sehr interessant. Also, ich würde mir persönlich eine Basis wünschen, die mehr Raum nach oben hat. Hier nutze ich jetzt alles, was geht, um ansatzweise da hinzukommen, wo ich hinkommen will. Fühlt sich sehr realistisch an. Wer nur LKW fahren will, top, reicht. Weil das, was ich jetzt hier im Lenkrad spüre, ist auch ungefähr das, was ich im echten LKW gespürt habe. Aber Raum nach oben ist immer geiler, weil ich habe vom lieben Tim, dessen Affiliate-Link ihr übrigens unten in der Videobeschreibung findet, gelernt. Zum Beispiel in einem GT3-Fahrzeug, da hast du schon mal so Maximalkräfte von 15 Newtonmeter am Wheel. Das heißt, wer realistisch Simracen will, der braucht ein bisschen Bums. Wer realistisch Go-Kart fahren will, kommt an den 20 Newtonmeter nicht vorbei und die reichen wahrscheinlich noch nicht mal. Aber wir sind ja beim Truckfahren. Beim Truckfahren reicht völlig aus, wenn ihr eine 5,5 Newtonmeter Basis habt, weil das Wichtigste, was ihr haben müsst, ist, ihr braucht diesen Gegendruck beim Lenken. Ihr braucht diese träge, ich möchte schneller lenken, widerstehende Servolenkungsgefühl, damit ihr nicht so im Leeren rumrührt. Und wer besonders realistisch haben will, macht alle Effekte noch aus. Und dann seid ihr mit den Einstellungen jetzt eigentlich auf der sicheren Seite. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für mich war das sehr wichtig, das mal auszuprobieren, damit ich hier weiß, wovon ich rede. Es bringt nichts, wenn ich euch nachlaber, was andere Leute mir erzählen. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Leute im Chat. Der eine sagt, das fühlt sich so an. Der andere sagt, das fühlt sich so an. Dann stellt sich raus, der eine fährt ein Scania NGS. Der andere fährt ein Magirus Deutz von 1970, die man halt überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Ich habe auch schon mitbekommen, dass wohl verschiedene LKWs in verschiedenen Varianten, je nachdem, ob man die jetzt als Baustellen-LKW kauft mit Kipplader und doppellenkender Vorderachse oder zweifach lenkender, ihr wisst schon, was ich meine, also vier Achsen, wobei vorne beide lenken, die haben auch nochmal ganz unterschiedliche Lenkradübersetzungen. Also wenn der eine 25-20 dreht und der andere nur 14-40, kann das sein, obwohl das beides ein Mercedes-Benz ist. Von daher, für mich war das jetzt wichtig, ich habe jetzt in einem echten LKW gesessen, ich habe mal gemerkt, wie es sich überhaupt anfühlt und wie viel Bums so ein LKW hat, aber noch viel wichtiger für mich war mal zu wissen, okay, dieses Lenkrad vibriert, das Lenkrad hat sehr viel Grip beim Anfassen, fühlt sich ganz anders an als dieses Lenkrad hier und es dreht sich einfach sehr viel schwerer, dreht sich auch schwerer als ein Autolenkrad mit Servolenkung. Und dementsprechend habe ich jetzt hier mein Force Feedback eingestellt. Schaut gerne in die Affiliate-Links unten drin, solange noch Black Friday ist. Könnt ihr gerne unten den Moser-Link benutzen, weil dann könnt ihr Geld sparen, weil Black Friday-Angebote zu finden sind. Aber wenn ihr über den Link unten in der Videobeschreibung einkauft, den Kanal unterstützen, weil ich bekomme dann so ein bisschen was vom Umsatz ab. Ist nicht viel, kann aber bei jeder Bestellung den Kanal unterstützen. Und wenn ihr sowieso was kaufen wollt, benutzt gerne den Link. Ihr könnt auch beim Tim, wenn ihr zum Beispiel ein Aluminium-Rig in Zukunft mal kaufen wollt oder Hardware, die es bei Moser nicht gibt, zum Beispiel ein Simracing-Display oder ähnliches, guckt mal beim Tim rein. Ihr naut gleiche. Jeder Einkauf, den ihr dort macht, unterstützt den Kanal, weil ich ein bisschen was von der Kohle abkriege. Und lasst einen Daumen da, lasst ein Follow da, abonniert sehr gerne oder guckt mal, was es da unten noch so für tolle Links gibt. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Sage tschüss mit Üs, ciao mit Auchi, mit Ju. Bis zum nächsten Mal. Euer Lieblingssimulant. Herr Löblich. Tschüss.